Heute auf der Reichenau Inselfest Heiliger Markus, Mitpatron hier des Münsters von Mittelzell. Ein großer Feiertag, besonders zu feiern, weil wir heute auch begehen 1300 Jahre, seit der heilige Pirmin auf die Insel kam und diesen Ort christianisiert hat, im ganzen Umfeld hier ein Kloster gegründet hat. Und wir erinnern uns, auf welchen großen Schultern wir stehen und wie der Glaube über die 1300 Jahre hier Land und Leute, Gegend geprägt hat und auch immer noch prägend ist. Und das ist mir auch als Erzbischof ein ganz großes, wichtiges Anliegen, dass wir nicht nur die Tradition bewahren, sondern weiterhin lebendig diesen Glauben leben, praktizieren, aus dieser Liebe Jesu Christi unser Leben meistern und so auch Kirche weiter aufbauen in diese Gegenwart und Zeit hinein. Wir freuen uns, dass wir eine so lange Tradition hier auf der Reichenau bewahren können. Und das Besondere ist ja, dieses Jahr noch Basilika Minor zu werden für das Münster. Das ist etwas Außergewöhnliches. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeindemitglieder, liebe Gäste, liebe Pilgerinnen und Pilger, ich heiße Sie im Namen unserer Kirchengemeinde alle herzlich willkommen zu unserem Fest des heiligen Markus. Nun ist der Tag gekommen. Der heilige Markus und der heilige Pirmin wussten um die Prägekraft der Botschaft Jesu. Beide wussten, dass es nicht darum gehen kann, sich allein mit dem Vorgefundenen dieser Erde zu begnügen. Und so haben auch wir die bleibende Aufgabe, das eigene Herz ständig zu roden, das Böse daraus zu vertreiben. Und dafür mag die Legende des heiligen Pirmin stehen, alles Giftige von der Insel zu bannen, die Insel selbst urbar zu machen. Das will seine Botschaft auch heute an uns sein. Und da versteht auch der grundlegende Hinweis, von dem das heutige Evangelium berichtet, wenn Jesus seine Apostel beauftragt, seine frohe Botschaft zu verkünden, zu taufen, mit dem Ergebnis, dem bösen Herrn zu werden. Es steht nicht in unserer Macht als Kirche, den Verkündigungsauftrag aufzugeben. Christus steht zu dieser Kirche und er hilft ihr, das Böse zu überwinden und seine frohe Botschaft in diese Welt hinein zu verkünden. Dieser Auftrag bleibt durch Zeit und Geschichte hindurch. Nicht nur seit diesen 1300 Jahren. Und dabei ist eine Sprache auf ganz besondere Weise hervorzuheben, die über alle Landesgrenzen und Barrieren hinweg verstanden wird. Es ist die Sprache der Liebe. Und diese Sprache sollte die eigentliche auch der Kirche sein, der Gemeinschaft all jener, die zu Christus gehören. Die Liebe vermag wohl am allerbesten, allen Kräften des Bösen Herr zu wehren. Und sie vermag auch über alle strukturellen Veränderungen unserer kirchlichen Landschaft hinaus das Band zu sein, das uns alle zusammenhalten lässt. Die Liebe als das eigentliche Band, das zu knüpfen ist, um es in Anlehnung an das Motto des Jubiläums zu formulieren. Liebe Schwestern, liebe Brüder, lassen wir nicht nach, uns gegenseitig an dieses einigende Band der Liebe eines christlichen Miteinanders zu erinnern. Es will uns Ansporn sein für unsere gemeinsam gelebte Zukunft. Lassen wir nicht nach, diese Verbindung mit Christus und seiner Kirche weiterzuleben. Und dazu gehört auch, sich daran zu erinnern, uns mit dem apostolischen Stuhl in Rom und so mit der weltumspannenden der katholischen Kirche besonders verbunden zu wissen. Und so darf ich nun auf den dritten Anlass unserer heutigen Feier verweisen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, nachdem die Christianisierung des Bodensees und das benediktinische Leben auf der Insel Reichenau
mit dem heiligen Pirmin im Jahr 724 nach Christus begann, wurde aus Anlass des 1300-jährigen Jubiläums seitens der Pfarrgemeinde zusammen mit ihrem Pfarrministrator Pater Stephan die Bitte an mich gerichtet, den Antrag zu unterstützen, die Pfarrkirche zu Reichenau Mittelzell, auch Münster genannt, zur Basilika Minor erheben zu lassen. Nachdem die deutsche Bischofskonferenz dieser Bitte zugestimmt hatte, konnte der ganze Vorgang nach Rom weitergeleitet werden. Das Dikasterium für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung hat den Antrag wie folgt beschieden. Ich darf aus dem Dekret zitieren. Aus dem im Brief vom 3. November 2022 gestellten Antrag seiner Exzellenz Herrn Stefan Burger, Erzbischof von Freiburg, und unter Bezugnahme auf die Bitten und Wünsche des Klerus und der Christgläubigen verleiht das Dikasterium für den Gottesdienst und die Sakramentenspendung Kraft der ihm vom Papst Franziskus übertragenen besonderen Vollmacht, der zu Ehren der Aufnahme der heiligen Maria in den Himmel und des heiligen Evangelisten Markus geweihten Pfarrkirche in der Gemeinde Reichenau Mittelzell sehr gerne den Titel und die Würde einer Basilika Minor mit allen Rechten und rechtmäßig zu erkannten liturgischen Gewährungen unter Beachtung freilich der im Dekret über den Titel Basilika Minor vom 9. November 1989 ausgeführten beachtenswerten Dinge. Aus dem Sitz des Dikasteriums für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung am 24. November 2023. Arthur Kardinal Roche, Präfekt, Erzbischof Viktor Franziskus Viola, Sekretär. Dieses Dekret wurde mit heutigem Datum durch mich, Erzbischof Stephan, hier öffentlich bekannt gemacht. Von Herzen gratuliere ich den Gläubigen der hiesigen Gemeinde zu dieser Ehrung und wünsche Ihnen allen weiterhin hier auf der Reichenau ein reiches Wachstum, nicht nur an Wein, an Obst und Gemüse, das sicherlich auch von Herzen, sondern ich wünsche Ihnen vor allem ein reiches Wachstum im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Die Fürsprache der Gottesmutter Maria, des heiligen Markus und des heiligen Pirmin begleite Sie dabei. Amen. Die Auszeichnung bedeutet noch einmal, dass natürlich das, was hier historisch gewachsen ist, besonders in den Blick genommen wurde. Die Reichenau ist ja schon seit über 20 Jahren Weltkulturerbe. Und jetzt auch nochmal kirchlich zu sagen, hier ist eine wichtige Wiege auch für die Christianisierung in diesem Land, das nochmal in den Blick zu nehmen, diese lange Tradition zu würdigen, wertzuschätzen und einmal die Verbindung auch mit dem Heiligen Vater in Rom hervorzuheben. Das ist mit dieser Auszeichnung verbunden. Diese Auszeichnung ist eben eine besondere Ehre, die dieser Kirche damit zuteil wird, weil sie als Basilika sozusagen Anteil hat jetzt an der Ehre der römischen Basiliken in Rom. Es gibt Basilike Minores, so wie sie immer wieder mal vom Heiligen Vater ernannt werden, auf der Erde ringsrum. Aber die Basilike Majores sind nur die vier päpstlichen Basiliken in Rom, nämlich St. Peter, St. Paul und Maria Maggiore und natürlich die Lateranbasilika. Und diese Titelerhebung zur Basilika soll bedeuten, dass wir in einer besonderen Beziehung natürlich und Treue zum Heiligen Vater in Rom stehen.
auf der Insel finden mehrere Prozessionen statt, und zwar an jedem der sogenannten Inselfeiertage. Das ist nicht nur das Markusfest, dessen Reliquien hier verehrt werden, sondern auch noch am Fest des Heiligen Blutes. Davon wird eine Reliquie hier auch auf der Reichenau verehrt. Da gibt es auch so eine große Prozession mit der Bürgerwehr. Und dann schließlich noch am Patrozinium dieser Basilika, dieses Münsters, am Hochfest von Marie Himmelfahrt. Und da ist es immer die Bürgerschaft, die mit dieser Prozession natürlich an allererster Stelle unseren Schöpfer auf dieser wunderschönen Insel ehrt und dann jeweils die Heiligen, deren an diesem Tag gedacht wird. Wir haben auf der Reichenau ganz viele Dinge, die man jetzt dieses Jahr auch neu erleben kann. Nämlich in Münster, die Schatzkammer ist neu gestaltet. Wir haben neue Klostergärten. Es gibt ein ganz neues Erlebnis. Ich trete ins Münster und dann in die Klostergärten. Habe so ein Feeling der Klostergeschichte wieder. Und dann muss man ja erwähnen, wir haben ja tatsächlich hier auf der Reichenau seit 2001 wieder Benediktiner. Seit 2004 ist eine Zella errichtet worden vom Kloster Beuron aus. Und wir haben drei Benediktiner wieder hier auf der Reichenau, zwei benediktinische Schwestern, sodass die Tradition der Klosterinsel und das Benediktinische der Klosterinsel wieder weiterlebt und in die Zukunft getragen wird. So ist auch das Motto des Jubiläumsjahres gewährleistet. Wir knüpfen ein Band. Zurück in die Vergangenheit, aber auch in die Zukunft. Musik.